Okay. Dann machen wir das Ganze jetzt mal ein bisschen anders. Ja, du bist beschäftigt mit deinem Fleisch da und findest dein Fleisch ganz geil und so. Alles cool, alles easy. So, jetzt gehst du gleich hier rüber, ne? Weil, damit ich denn noch weniger sehe, wann ich da raus sneake. Okay, also. Wir werden jetzt gucken, dass wir hier raus sneaken. Wir werden den Knopf da drücken. Hallo? Okay, klettert. Wir werden jetzt diesen Knopf hier drücken. Wir werden super sneaky hier rüber rennen. Wir werden den Schlüssel mitnehmen. Wir werden hier runter rennen, werden direkt das Tor öffnen und werden uns in der Luke, die wir gerade noch gesehen haben, uns da drinnen verstecken. Weil das ist so vom Spiel gewollt. Das werden wir so jetzt auch machen. Machst du uns die Tür auf? Was ist er denn für einer? Jetzt macht er uns hier die Tür auf und wir können hier nicht... Wir können hier nicht rein, oder was? Nein, ich will da hochspringen. Und will jetzt hier reinspringen. Und will jetzt sagen... Auf Wiedersehen. Ist ein Pömpel. Kann ich hier mitnehmen? Nö. Schade. Aha. Okay, cool. Jetzt sind wir so in den Abwasserbereichen. Oder immer noch in der Küche? Oh ja, der ist hier. Tellerwäscher. Das sind zwei Tellerwäscher. So, wir laufen einfach. Immer Gibi. Solange wir so laufen können, ja, hätte ich mal das vielleicht nicht so gesagt. Weil das heißt jetzt, wir müssen direkt vor deren Nase aufploppen. Na, wo bin ich denn? Seht er mich nicht mehr? Oder bin ich weg? Fuck, Alter, der guckt auch noch nach unten. Für so clever hätte ich den jetzt nicht gehalten. Okay, wir müssen wahrscheinlich komplett darüber. Hey, da ist eine Mausefalle. Kann die uns töten? Nein. Na, hast du dir so gesagt? So, hast du dir so gedacht, wa? Oh, der Wichser, jetzt bleibt der auch noch da. Okay. Das heißt, ich müsste... Bin ich jetzt hier ein bisschen safe? Maybe? Ich bin nicht da. Ich bin nicht da. Nein, ich bin nicht da. Okay. Er hat mich wirklich nicht gesehen. Super nice. Ja, was haben wir jetzt bewegt? Wir haben jetzt hier irgendwas gemacht und er ist ausgerastet und ich weiß nicht warum. Mich würde jetzt mal interessieren, was haben wir denn jetzt gerade bewegt? Weil irgendwas haben wir jetzt angemacht, aber ich hab keine Ahnung was. Ah, okay, ich verstehe. Also, unser Ziel wird es jetzt sein, wir werden jetzt wieder runterhüpfen.
werden den anderen Ausgang da hinten nehmen, den wir da vorhin gesehen haben, um zu gucken, ob wir dann irgendwie hier hochkommen, um uns an so ein Ding zu grabbeln, um dann uns rüber transportieren zu lassen. So, jetzt hängen wir wieder an der Schnur. Super nice, super geil. Und dann gehen wir jetzt einfach mal hier straight ahead durch. Ja, ihr seid wieder geil auf mich. Alles cool, alles easy. Ja, ich wüsste jetzt nicht ansatzweise. Kann der mich damit grabbeln? Lol, der kann mich wirklich grabbeln. Okay. Okay. Der Save Point ist sehr, sehr unfair. Bin ich ehrlich. Das ist jetzt gerade ein Ding, was ich überhaupt nicht leiden kann. Endlich geschafft. Meine Güte, ey. So, sind wir jetzt von den wunderbaren Köchen einfach weg? Easy Pepperini? Warum ist jetzt mein Mauszeiger hier? Ja, Errungenschaft freigeschaltet. Wir haben es geschafft. Die Küche. Nice. Auf geht's ins nächste Kapitel. Wo sind wir? Jetzt kommt der Maschinenraum oder was? Ja. Okay. Dann klettern wir jetzt mal hier rauf. Und schauen mal, was uns hier oben erwartet. Okay, wir sind wirklich auf dem Schiff. Crash, crash, crash. Und ich muss sagen, es ist super laut. Ich hoffe, ihr könnt mich noch ein bisschen hören. Und wir klettern uns hier einen ab. Ich weiß gar nicht, wo wir jetzt hier hochgehen. Aber es ist auf jeden Fall jetzt schon mal ein bisschen angenehmer, was es angeht. Ja, obwohl. Nee, ist doch nicht angenehmer. Alter, ist das laut? Ist bei euch auch so laut? Das ist eine Möwe! Möw! Und sie fliegt weg. Ist okay. Sind wir jetzt in einem Bereich, der ein bisschen ruhiger ist? Nee, nicht so richtig. Was sind das für Menschen? Also sind das Menschen? Oder sind das jetzt andere Sachen? Okay, Lidoki. So, machen wir hier erstmal das Brett weg. Können wir noch ein Brett wegmachen? Nee. Oh, das reicht schon. Wir hatten auch lange keinen Hunger mehr. Wir wissen ja, dass unsere Spielfigur gerade runterfällt. Dass sie natürlich auch ein bisschen Hunger hat. Nee, sie verhungert ja dann. Und dann ist nicht so gut. Nee, dann geht's dir nicht so gut. Deswegen hätte ich jetzt gehofft, dass sie vielleicht irgendwie, wenn sie Hunger gehabt hätte, in der Küche Hunger gehabt hat. Weil da hatten wir ja alles gehabt, was essensnahrungstechnisch neu ist. Ein bisschen balancieren hier. Was seid ihr? Also ich frage mich jetzt auch gerade noch, sind die zumindest friedlich? Und sie da oben, hier, über mir. Die haben wir im Intro gesehen.
Also, wenn man das Intro nennen kann, ne? Also, wir haben ja jetzt nur eine Person gesehen, die dann irgendwie rübergeschaut hatte. Und ja, die überwacht anscheinend alles, so wie es aussieht. Okay. Cool. Geschafft. Nice. Also, mal zusammengefasst. Ich weiß ja immer noch wenig von dem Game. An sich. Bin ich ehrlich. Ne? Ich hab nicht so den Plan von dem Game. Ne? Und was ich jetzt so mitbekommen habe, ist, wir sind in einer Traumwelt. So eine Art Traumwelt. Und spielen eine kleine Spielfigur. Und diese Viecher sind Aasfresser oder keine Ahnung, die uns jetzt da so verfolgen. Auf jeden Fall sind die geil auf uns. Warum? Weiß ich nicht. Ohne Worte. Einfach ohne Worte. Was ist denn mit ihm verkehrt? Hat er Hunger gehabt? Also, ich meine, der hat doch einen ganzen Teller voll.